Heute live aus der Messehalle in Nürnberg. Es erwartet Sie Spiel, Spaß, kranke Wetten und noch kränkere Wettkandidaten und ebenso kranke Kommentare von Ihrem Lieblingsmoderator. Bitte begrüßen Sie mit mir heute die singende und lachende Bratwurst. Hier ist für euch BTV! Jawohl, servus liebe Freunde, hier in meiner bescheidenen Hütte, hier in dieser guten Stube hier in Nürnberg. Ach, es tut doch einfach im Herzen gut, eine Kultsendung so anzusagen, ohne Witz. Und ihr seht jetzt eine kleine Neuerung, und zwar, ihr seht mich live und in Fleisch und Blut. Und ich habe mich dafür auch persönlich richtig schön in Schale geworfen, liebe Abonnenten und Ratefüchse. Ha. Also ich denke mal, so kann doch gar nichts schief gehen, oder? Ja. Und heute bin ich aber auch nicht alleine. Und zwar wird da noch ein zweiter Wettkandidat noch mir zur Verfügung gestellt. Und zwar ist das kein geringer als Herr Danny Daddel aus Hesse. Also wenn ich jetzt ihn ansagen würde, würde ich eigentlich sagen, Erbarme, zu spät, die Hesse komme. So, und da auf einen Schluck Bier, Prost. Ja. Jetzt kann doch eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Ich freue mich total drauf, egal ob ich heute gewinne oder versage. Dann packen wir es doch an. So, welchen Generalmodus möchtet ihr spielen? Generalprobe oder Abendshow? Nix gibt's. Also, wenn dann volle Pulle Abendshow. Ja. Wie heißt der Ort, in dem Wetten das heute stattfindet? Nürnberg, habe ich doch gesagt. So, die Messehalle. In welchem Raum der Wohnung spielt ihr? Wohnzimmer, Kinderzimmer? Nix gibt's. Habe ich auch schon gesagt. Messehalle. Der Computer hört mir überhaupt nicht zu. Gibt's doch gar nicht. Welchen Familiennamen hat der Mitspieler, der dort wohnt? Ja, Paranois TV. Das bin ich. Paranois TV. So. Wollt ihr mit Außenwetten spielen? Ja, klar, sonst lohnt sich ja auch nicht. Sind Einlage richtig? Ja. Schön. So. Wie viele Wettkandidaten sind diesmal dabei? 2 oder 4? Ja. Bist du taub oder tust du bloß so? 2. So. Vorname des ersten Kandidaten, ja, das bin dann wohl ich, dann PTV. Oh, Männchen oder Weibchen, das ist ja wohl. Ja, ohne Worte, Männchen. Oh mein Gott, was haben wir denn da für blöde Gesichter, Entschuldigung. Eigentlich ist es da egal, welchen ich da nehmen werde. Zu lachen habt ihr immer was. Ich nehme jetzt einfach mal den, der mir jetzt am ähnlichsten sieht. Der ist mir zu alt. Der schaut eher aus wie so eine kurzhaarige Frau. Der, auf jeden Fall. Noch eine schicke Sonnenbrille hat er auch auf. Vorname des zweiten Kandidaten, ja. Um auch ein bisschen, ihm auch ein bisschen Autorität zu verleihen, ist es Herr Daddel. Männchen oder Weibchen? Ganz schwer, ganz schwer, ganz schwer, ganz schwer. Nein, bei allem Respekt. Oh mein Gott. Was für ein Gesicht sollen wir denn nie verpassen? Ich habe ihn auch oft mal im Facecam gesehen. Ach, übrigens. Hi, Danny Daddel.
Ich hoffe, du siehst mir zu, denn jetzt geht es dir an den Kragen. So. Eigentlich müsste ich den da nehmen, weil er bei Wetten, dass ja den ja auch gewählt hat. Schwierig, schwierig. Nee. Wer geht vor? Ich nehme den da. Stimmt alles? Ja. Bevor ich das bestätige, noch ein paar Bezüge zum Fernsehen. Wie gewohnt natürlich. 1981 war der Start dieser legendären Sendung. Und ja, erfunden von keinem geringeren als Frank Elstner. Und der hat es immerhin 6 Jahre moderiert. Und zwar bis 1987, wie gesagt. Und dann kam Mr. Wetten, dass für mich heute noch Thomas Gottschalk, unser Blondlöckchen. Ja, und dann hat er jetzt gemeint gehabt, dass er würde jetzt dazu RTL Plus wechseln. Und da hat man ihn dann erstmal kurzzeitig ausgetauscht gegen Wolfgang Lippert. Das war einer der ersten aus den neuen Bundesländern, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl der verbotenerweise zuvor vor dem Mauerfall einen Auftritt im Westfernsehen gehabt hat, und zwar in Nase vorn, übrigens auch von Frank Elstner moderiert. Hatte dann ein bisschen Aufregung gegeben, aber sei es drum. Und dann, ja, der war jetzt aber ein bisschen komisch, würde ich jetzt mal sagen. Und dann ab 1994 kam dann wieder Mr. Goldlöckchen wieder zurück, oder Mr. Harib. Nein! Den Namen darf ich jetzt aus werberechtlichen Gründen nicht verraten. Genauso wie eben. Das war jetzt eins der legendären Intros. Warum habt ihr den jetzt in dieser ungewöhnlichen Verfassung gehört? Ja, den darf ich jetzt leider aus senderrechtlichen Gründen nicht im Original spielen, weil sonst geht's mir an den Kragen, sag ich jetzt mal. Ja. Und dann weiter ging's mit, ja, 2011 hat dann unser Goldlöckchen Thomas Gottschalk gesagt, jetzt ist es endgültig Schluss. Warum, wissen die meisten. Kann ich aber auch sehr gut nachvollziehen. Und dann kam der mehrfach umstrittene Markus Lanz. Tja, und warum es jetzt abgesetzt wird, wer weiß das schon, wer weiß das schon. Es werden übrigens noch 3 Folgen geben. Und zwar im Oktober, muss ich jetzt mal überlegen, in Erfurt. Ja, in Erfurt, die Hauptstadt vom Kinderkanal von Kika. Und dann im November in Graz in Österreich. Und die allerletzte Folge standesgemäß, wo könnte es auch anders sein, in Nürnberg in der Messehalle. Deswegen haben wir heute auch die Nürnberger Messehalle ausgewählt. Ja. Aber warum rede ich jetzt so viel mit heißem Brei? Stimmt alles? Natürlich. So, es folgt Wetten, dass heute live aus Nürnberg mit dem Wettkandidaten Petri und Herr Dattel. Ja. Darf einen Schluck Bier wieder. Ja, wenn man besoffen ist, wird es umso lustiger. Und es wird geladen. Und ich hoffe, dass Thomas Gottschalk kommt, der übrigens auch aus Franken stammt, und zwar aus Kulmbach. Die Hauptstadt des Bieres. So. Ah, jetzt geht's schon los. Danke, danke schön. Ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ja, ich freue mich auch. Herzlich willkommen hier bei Spielwiese Deluxe. Ich darf alle Zuschauer heute vor Ihren Bildschirmen sitzen ganz herzlich begrüßen und natürlich auch das Publikum hier in Nürnbergs berühmter Veranstaltungshalle, Paranoise TV's Messehalle. Oh, die gehört mir. Ja, ja, was soll ich denn sagen? Die war in Geldnot und dann habe ich sie ja für den Spottpreis für ein Apfel und Ei abgekauft. Ja. Auch heute Abend präsentieren wir Ihnen wieder 2 mutige Kandidaten, von denen am Ende nur ein einziger Wettkönig werden kann. Bühne frei für PTV und Herr Daddel. Oh, was für eine grüne Hose.
Ja, und ich glaube, Thomas Gottschalk war vorher beim Friseur. Aber ich habe den an seiner geschmacklosen, tut mir leid, Kleidung wiedererkannt. Das muss er sein. Ihr Applaus wird unseren Eventkandidaten gut tun. In der Garderobe waren sie eben noch sehr aufgeregt, was mich auch nicht wundert. Denn sie haben sich mutig entschlossen, heute Abend mit zwei Außenwänden zu spielen. Ja, yeah. Schön. So. Ich habe mir heute fest vorgenommen, ausnahmsweise mal nicht so viel zu reden. Schließlich mussten die Kollegen des aktuellen Sportstudios schon oft genug Überstunden einlegen, weil wenn das wieder einmal überzogen hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich schlage also vor, dass wir jetzt gleich mit unserem ersten Wettspiel anfangen. Hör mal, du kannst deinen Wortschatz so weit reduzieren, wie du willst. Ja, was soll ich sagen? Das ist einfach die Königsgarde, wenn es um Überziehen geht. Den Rekord schaffte übrigens Thomas Gottschalk im, ich glaube, Dezember 1996, und zwar mit geschlagenen 73 Minuten. Ja, aber gut. 1984 hat dafür Frank Elstner 12 Minuten vorher Schluss gemacht. Dafür hat er die erste Sendung bereits schon um eine knappe Dreiviertelstunde überzogen. Bin mal gespannt, wie es heute aussieht. Oh, Loks. Okay, im ersten Wettspiel dieser Sendung werden unsere Kandidaten versuchen, Lokomotiven an ihren Schornsteinen zu erkennen. Okay. Da auf den Schluck Bier. Da bin ich super gespannt. Es wird Zeit, Ihnen jetzt den genauen Wortlaut dieser Wette zu verlesen. Also aufgepasst. Wetten, dass es mir gelingt, sämtliche jeweils gebauten Lokomotiven allein an der Form ihrer Schornsteine zu erkennen. Und das hätte ich ja schon vorher auch gedacht. Selbstverständlich gibt es auch bei dieser Wette wieder verschiedene Schwierigkeitsgrade, in denen sie gespielt werden kann. Wenn jetzt jemand von euch noch doch kalte Füße bekommt und Angst hat zu versagen, sollte er unbedingt die einfachste Möglichkeit wählen. Es werden nur 5 Lokomotiven gezeigt, von denen jedoch alle wiedererkannt werden müssen. Wer bereits einige Erfahrungen mit dieser Wette gesammelt hat, den empfehle ich den Mittelweg. Es werden 10 Lokomotiven gezeigt, von denen später 5 wiedererkannt werden müssen. Wer sich jetzt sagt, was soll's, das schaffe ich doch mit links, dem bleibt wohl nichts anderes übrig, als sich für die riskanteste Variante zu entscheiden. Es werden 15 Lokomotiven gezeigt, von denen später 5 wiedererkannt werden müssen. Alles klar. Ja, im Merken bin ich eigentlich ganz gut, aber zwecks der Chancengleichheit. Ja. Jetzt muss ich natürlich noch sagen, wer von unseren Kandidaten dieses Wettspiel bestreiten muss und ob jemand Wettpartner ist. Ja, da bin ich gespannt. PTV und Herr Daddl, diese Wette spielt ihr beide nacheinander. Ein Wettpartner gibt es diesmal nicht. Wieso diesmal? Das ist die erste Wette. Egal. PTV und Herr Daddl, wollt ihr euch vorher nochmal genau die Spielregeln ansehen? Bitte tippt J oder M. Nein. Chancengleichheit für alle. So, es naht die Stunde der Wahrheit. Ihr müsst euch jetzt festlegen, welche Schwierigkeit ihr diesmal meistern wollt. PTV jetzt. Was? Nein. Vergiss es. Nein, 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 nein. Nein. Nein, nicht die Hose runterlassen. Nein. Ich sehe schon den. Ich sehe schon, Herr Daddl ist schon. Dreht sich verstört weg. Nein, 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 das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Bitte gib leicht, mittel oder schwer. Also leicht unbedingt. Also auf, und auf den Schock muss ich erstmal was trinken, bloß. Alter, Herr Daddl, bitte nicht zu schüchtern, entscheide dich. Ja, wie gesagt, Chancengleichheit, er kriegt auch leicht. Alles wartet jetzt auf PTV, wir sind gespannt darauf zu sehen, wie du dieses Wettspiel meisterst. Bühne frei für PTV. Top, die Wette gilt. Pfiffig überrascht mit Ö-München. Ich dachte schon, es hört gar nicht mehr auf. So. Ah, okay.
Fettlock. Das erinnert mich jetzt irgendwie an Fettdog. Also Fettlock. Das oben sieht aus, als wäre es irgendwie nachträglich draufgeschweißt. Bungalock. Sind wir da die Schlotlok? Okay, das ist so wie so ein Schornstein hier oben. Vogellok. Soll das irgendwie dann ein Vogelkäfig sein? Natürlich, ich sehe da jetzt gar nichts. Und hier die Spoilerlok. Oh, die sieht aber. Die sieht aus wie der Rennsemmel hier. So schön. Schön. So, was machen wir denn? Bungalok ist das mit dem mit der roten Kabine. Schlotlok ist die. Ist das mit diesem Schornstein Vogellok? Ist die normale, sag ich jetzt mal, so mit dem ganzen Blech. Und mit diesem roten Blinker und dann Spoilerlock ist das mit diesen schiefen Teilen. Und Fettlock ist halt das, ja, wo was draufgeschweißt wurde. Fettlock, Bungalock, Schlotlock, Vogellock und die Spoilerlock. Probier was einfach mal. Mehr wie schief gehen kann es nicht. Du musst dich jetzt gut konzentrieren, PTV. Wir zeigen dir gleich den Ratebildschirm. Drücke Return, wenn du bereit bist. Okay. Bevor ich jetzt alles vergesse, und wir müssen ja weiterkommen hier. So schön, wie es auch ist. So, okay. Jetzt muss ich es eingeben. Ja, das oben war die Vogellok. Schreiben wir so? Ja, doch. Dann die Spoilerlok. Dann haben wir hier die. Sch Oh, nein, ich habe mich vertippt. Dö, 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 dö. Kann man da noch wieder zurückgehen? Nee, anscheinend nicht. Toll. Schlotlok. Fettlok. Und die Bungalok. Ja, das hilft mir jetzt gar nichts. Ich habe mich verschrieben. Dö, 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 dö. Vielleicht schauen die nicht auf Rechtschreibfehler. Augenblick bitte, die Auswertung läuft. Da sieht man es. Aber richtig, aber viel Fehler 1. Ich bin am Boden. Ja. Frustsaufen ohne Witz. Ja, eine Runde Schweigeminute für mich. PTV, wir dachten doch bis zum Schluss, dass du es schaffen kannst. Leider hat es nicht mehr geklappt. Oh, Wette verloren. Jetzt wollen wir sehen, wie die nächste bei diesem. Wie der nächste oder nächste bei diesem Wettspiel abschneidet. Jetzt ist es Zeit für Herrn Dattel. Die Kameras warten bereits auf dich. Viel Glück. Top. Die Wette gilt. Wie lange noch? Also ich hätte bei einer Muskelkater den Wangen bekommen. Oh, wieder so. Jetzt muss ich für ihn spielen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, die Bungalok. Rückkehr der Bungalok. Glockenlok ist. Also, was vorher die Vogellok war, ist jetzt die Glockenlok. Dann haben wir die Tenderlok 74. Sag mir irgendwas. Was haben wir dann da noch? Die Schiebelok. Okay. Das ist das mit dieser silbernen Platte hier, sage ich jetzt mal. Und hier. Die Schlotlok ist jetzt die Kaminlok. Ah. Ja gut, kann man sich eigentlich gut merken, aber ich. Sollte ich jetzt absichtlich failen? Ich weiß gar nicht. Nee, bei aller Liebe. Aber jetzt machen wir es mal so. Herr Dall, du musst dich jetzt gut konzentrieren. Ja, wissen wir schon. Ich reg mich da nicht auf. Ein Zuckerschnecksche. So, jetzt gucken wir mal. Das war die Glockenlok.
Das war die Schiebelok. Dann haben wir die Kaminlok. Dann die Bungalok, Rückkehr der Bungalok. Das war die Tenderlok 74. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt dann stimmt. Wenn ja, ja, muss ich es ihm gönnen, notgedrungen. Tja. Tja, Herr Dattel. Wird schon so reden. Oh, richtige Antwort. Alles gewonnen. Ja. Damit hat er jetzt die Wette gewonnen. Ja. Der ist auf. Der ist für dich. Ja. Ich bin aber im Herzen ein barmherziger Samariter. Das war eine super Leistung, Herr Dattel. Du hast deine Wette komplett geschafft. Ja. So, das war's zu diesem Endspiel. Der nächste folgt zugleich. Ja. Du spoilerst wieder. Max und Moritz. Hallo? So, oh. Bei der zweiten Wette geht es darum, mit einem Hubschrauber das ZDF-Logo auf ein fahrendes Auto stellen zu können. Oh, jetzt geht's aber ab, du. Im genauen Wortlaut hört sich diese Wette so an. Wetten, dass es mir gelingt, das ZDF-Logo, das aus 5 Teilen besteht, Stück für Stück mit einem Hubschrauber von einem fahrenden Auto auf ein anderes zu übertragen. Natürlich gibt es auch bei diesem Wettspiel wieder 3 verschiedene Schwierigkeitsgrade. Für den einfachsten Weg sollte sich jeder entscheiden, der sich mit dem Spiel durchsetzt. Hahaha, ja, ist schon egal. Der Hubschrauber liegt ruhig in der Luft. Und dann der Mittelweg. Der Hubschrauber beginnt merklich zu zittern. Oh, dem friert's dann anscheinend so. Und der Hubschrauber unterliegt starken Erschütterungen. Oh, Erdbeben. Geil. An dieser Stelle muss ich euch natürlich mitteilen, wer von euch bei diesem Spiel als Wettkandidat ausgelost wurde und ob es einen Wettpartner gibt. Wettkandidat dieser Runde ist Herr Dattel. Wettpartner ist diesmal PTV. Ja. Das ZDF-Logo. Ich ahne was. Also, ich habe da was in Erinnerung. Ja, Herr Dattel, jetzt geht es los. Nö, die braucht er nicht. Jetzt ist es soweit, ihr Lieben. Ihr müsst euch heute entscheiden, was ihr euch heute zutraut. Ja. Aber er kriegt wieder eine leichte Wette. Nichts geht mehr. Wir haben alles registriert. Mal sehen, was draus wird. Yeah, never play. PTV ist bei diesem Spiel Wettpartner. PTV, du hast jetzt auch keine leichte Aufgabe. Du sollst uns nämlich sagen, ob du glaubst, dass Herr Dattel diese Wette schaffen wird oder nicht. Bitte tippe nun J oder N. Ja, es war aller Liebe. Eigentlich bin ich jetzt immer noch am Boden zerstört, dass ich gefailt habe und er die letzte Wette gewonnen hat. Deswegen sage ich, nö. PTV, ich habe das so, meine Zweifel. Wir werden bald sehen, ob du dich eventuell vertippt hast. Nix gibt's. PTV ahnt schon, was jetzt kommt, der ein Wetteinsatz. Als Wettpartner muss man ja immer was Ausgefallenes anbieten, was es einzulösen gilt, wenn man mit seiner Prognose völlig daneben liegt. Also, da freue ich mich jetzt schon. Ohne Witz. Es bleibt dir jetzt noch genau eine Minute, da musst du dich auf einen Wetteinsatz festlegen. Wenn du in dieser Zeit keinen eigenen Wetteinsatz findest, haben deine Mitspieler die Möglichkeit, einen Wetteinsatz für dich zu bestimmen. Nix gibt's. Ich stürze mich schon sehr. Also, die Suppe, die ich mir selbst einbrocke, werde ich auch selbst auslöffeln. Wenn dir absolut nichts einfallen sollte, blenden wir nach deiner Bedenkzeit sofort eine Liste mit 10 Wetteinsätzen ein, die für dich allesamt recht unbequem sein dürften. Aus diesen Vorschlägen müssten die Mitspieler dann einen für dich aussuchen. Was soll ich denn machen? Soll ich mich in die Lohnskirche stellen und eine Predigt halten, oder was? Schau mal. Wenn ich du wäre, würde ich es nicht darauf ankommen lassen, dass deine Mitspieler einen Wetteinsatz für mich bestimmen? Also, ach, egal. Wir geben dir jetzt noch... Ach, komm! Du überziehst schon wieder. Da habe ich jetzt was ganz Feines und Exzellentes für euch vorbereitet. Und zwar nackt, das kommt immer gut. Und
nackt und der Wurm. Das heißt auf gut Deutsch, ich werde nackt den Wurm auf den Teppich machen. Haha, schön. Freue mich jetzt schon drauf. Es wäre nicht verwunderlich, wenn viele Leute jetzt hoffen, dass du diesen Wetteinsatz später einlösen musst. Das glaube ich auch. Herr Dattel, ich hoffe, dass du kein Lampenfieber mehr hast, denn jetzt wird es ernst für dich. Top! Die Wette gilt. Ja, das gute alte ZDF-Logo. Oder wie in Löwenzahn es heißt, das 10. Dödelheimer Fernsehen. Außenwette! Tja, es ist wohl mal wieder an der Zeit für eine kleine geweihte Außenwette. Unser Opfer, oh! Also, ich gönne ihn zwar nicht, dass er es schafft, aber ein Opfer ist er jetzt deswegen auch nicht. Herr Dattel. Herr Dattel sagt mit großer Selbstsicherheit, ich wette, dass es für mich jetzt überhaupt kein Problem sein wird, innerhalb von 3 Minuten eine mindestens 3 Meter lange Schnur anzufertigen, die aus zusammengeknüpften Schnürsenkeln besteht. Was? Ich dachte, er soll das ZDF-Logo legen. Boah. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das geht. Wenn die Außenwette beendet ist, drückt bitte eine beliebige Taste zum Fortfahren. Ach, sieht man das gar nicht, oder wie? Hat Herr Dattel die Außenwette geschafft? Ja, also, ich muss sagen, diese Wette passt noch weniger zu ihm als die letzte, als mit dem ZDF-Logo. Also, nein, tut mir leid. Herr Dattel, das war leider ein Schuss in den Ofen. Haha, buh. Komm, ein bisschen Spaß muss sein. Geh, Herr Dattel, auf dich. Ja, so viel zu dieser Auswette. Endlich mal wieder ein Wettpartner, der richtig getippt hat. Gratulation, PTV. Leider brauchst du deinen Wettansatz nicht als Lösung. Oh, dö. Ja, da war schon viel Schönes dran, aber wir haben ja noch mehr Wettspiele für euch. Oh, Wette 3 kommt jetzt schon. Bei der dritten Wette des heutigen Abends geht es darum, herausfinden zu können, welche Tennisbälle nachträglich dazugelegt worden sind, wenn auf einem Tennisfeld bereits eine Unmenge von Tennisbällen rumliegen. Wo ist er wieder? Das aktuelle Sportstudio beginnt circa 30 Minuten später. Geil! Also, realistischer kann man das Spiel nicht gestalten, oder? Geil! Ich hab dir doch gesagt, lieber Herr Gottschalk. Es wird nichts, egal wie viel Wortschatz du reduzierst. Tut mir leid. Aber das gehört halt zu gutem Ton natürlich. Ich werde Ihnen jetzt... Oh, bist jetzt ein Ausländer geworden oder was? Nee, Entschuldigung, nichts gegen Ausländer. Ich werde Ihnen jetzt die genaue Formulierung dieser erstaunlichen Wette vorlesen. Also, wetten, dass es mir gelingt, einen einzelnen Tennisball zu identifizieren, der nachträglich zu 20 Tennisbällen dazugelegt wird, die bereits in zufälliger Anordnung auf dem Boden eines Tennisplatzes herumliegen. Okay, jetzt auch so eine Art Erkennwette oder wie? Wie immer dürft ihr euch auch diesmal entscheiden, in welchem Schwierigkeitsgrad jeder Einzelne diese Wette meistern will. Wer sich noch nicht zu viel zutraut, nee, also es werden nur 5 Tennisbälle dazugelegt. Okay, Kandidaten, die nicht ganz so unerfahren sind, nee. Da werden 10 Tennisbälle dazugelegt. Ah, okay. Und ja, 15 Tennisbälle. Jetzt komme ich aus der Schwaben endlich. Ja. Wie war ich nicht? Der Prüfer ist immer noch ohnmächtig. Ja, der kneift total die Augen zu. So, bevor ich jetzt unsere Wettkandidaten nacheinander befrage, welchen Schwierigkeitsgrad sie sich heute zutrauen, muss ich vorher natürlich noch sagen, wer von Ihnen dieses Spiel bestreiten wird und ob es in dieser Runde einen Wettpartner gibt. PTV und Herr Dattel, diese Wette spielt ihr beide nacheinander. Einen Wettpartner gibt es diesmal nicht. Oh, nix mit Wurm auf den Teppich machen. PTV und Herr Dattel, wollt ihr? Nein! Wir bleiben da. Es gibt nur keinen Ausweg mehr für euch. Ihr müsst es mir jetzt sagen, wie schwer es diesmal sein darf.
PTV, worauf können wir uns bei dir gefasst machen? Natürlich wieder leicht. Ich bin leicht wie eine Feder. Herr Dattel, wie sieht es mit dir aus? Ja, Chancengleichheit, leicht. Auf geht's, PTV, wir wollen dich jetzt in der Aktion sehen. Top, die Wette gilt. Außenwette. Oh, es ist wohl wieder an der Zeit. Eine kleine Außenwette. Oh, jetzt bin ich das Opfer. Oh, Mario, Mario, Mario. Egal. PTV behauptet steif und fest, ich wette, dass es mir gelingt, innerhalb von 2 Minuten 8 Teelöffel so übereinander zu stapeln, dass der Stapel maximal für mindestens 10 Sekunden stehen bleibt. Okay. Sehr actionreich, die Wette. Da gucke ich lieber eine Farbe beim Trocknen zu. Ja, wenn die Außenwette beendet ist, drückt bitte eine beliebige Taste zum Fortfahren. Ja. Hat PTV die Außenwette geschafft? Ja, nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Er gönnt mir auch nicht den letzten Cent in der Tasche. Nein. PTV, du hast unser vollstes Mitgefühl. Diese Außenwette war offensichtlich zu schwer für dich. Wir kehren jetzt zurück zu unseren normalen Wettspielen. Ja, was ist schon normal hier? Ohne Witz. Es warten aber noch andere Kandidaten, die uns beweisen wollen, dass sie dieses Spiel schaffen können. Herr Dattel, es ist an der Zeit, dass du uns jetzt zeigst, was du bei dieser Wette drauf hast. Millionen Zuschauer warten auf dich. Top! Die Wette gilt. Ich kann schon nicht mehr. Oh. So, er darf jetzt die Wette machen. So, bitte merke dir jetzt die Lage der Bälle. So. Jetzt gucken wir mal, was wir machen. Also der obere ist ganz außen. Dann ist dann da noch einer. Hier jetzt in dem, ich nenne es jetzt mal 16 Meter Feld. Dann ist da noch einer. In dem großen Quadrat oben. Und dann im unteren Quader unten ist auch noch einer. Und da ist dann auch noch einer. Okay. So. Konzentration. Du musst jetzt die neu hinzugefügten Balle finden. Okay. So. Die neu hinzugefügten. Das, der war's. Der war schon. Der. Richtige Bälle 5 und somit hat Herr Dattel seine Wette wieder einmal gewonnen. Null Runde für mich, aber für dich läuft's ganz glänzend. Spitzenklasse, Herr Dattel. Die Aufgabe wurde vollständig gelöst. Gläser, okay. So, das war's zu diesem Wettspiel. Der letzte für diesen Abend folgt zugleich. Dabei geht es darum, eine Personenwagen auf 4 Biergläser zu stellen. Damit wir alle klar sehen, worum es bei dieser Wette im Einzelnen geht, werde ich jetzt ihre genaue Formulierung vorlesen. Wetten, dass es mir gelingt, mit einem Hubschrauber einen Personenwagen auf 4 Biergläser zu stellen, ohne dass diese beschädigt werden. Okay, das erinnert mich so an eine alte Wette. Da ging es, glaube ich, darum, da haben die ein PKW mit so einer Rolle Zeitungen so wie so ein Flaschenzug hochgezogen und
Der ist dann oben in der Luft, hat dann oben in der Luft geschwebt. Wir bieten jetzt von euch, jedem von euch auch jetzt wieder die Möglichkeit, diese Wette. Ach komm, laber mich nicht voll. Alter, der Hubschrauber liegt ruhig in der Luft. Der erinnert mich ein bisschen an diese ZDF-Logo-Wette. Die hätte ich so gerne gemacht. Dann Mittelweg, der Hubschrauber beginnt merklich zu zittern, ja, und unterliegt starken Erdbeben. Bevor ich es vergesse, sollte ich euch jetzt noch fragen, wer diese Wette spielen darf und ob wir für sie einen Wettpartner haben. Wettpartner dieser Runde ist PTV. Herr Wettpartner ist diesmal Herr Dattel. Oh mein Gott, ich habe jetzt schon Angst. Willst du dir vorher die Spielregel ansehen? Nö. Jetzt ist mal wieder der Zeitpunkt gekommen, an dem ich jedem von euch sagen muss, was er sich bei dieser Wette zutraut. Leicht natürlich. So. Die Würfel sind gefallen. Eiert, jagt der Est. Wir werden gleich erleben, wie die Sache ausgeht. Jetzt müssen wir noch einiges von Wettpartner dieses Spiels erfahren. So, ja, denkt er, dass ich es schaffe? Nein. In wenigen Minuten werden wir erfahren, ob Herr Daddels Prognose richtig ist. Herr Daddelbein, wenn du dich... Ich wollte sagen, Falschheitsung. Ach komm, das brauchen wir nicht. Komm. Ja, was könnte er denn machen? Er könnte das gleiche machen wie ich, nackt den Wurm auf den Teppich. Aber das dicke Ende kommt doch erst am Ende. Bei diesem Wetteinsatz kann man nur, dir nur wünschen, dass du ihn nicht einlösen musst. Also ich hoffe es auf jeden Fall. PTV, noch Kerzen weglaufen. Ja, wie denn? Wie denn? Ich bin doch an den Stuhl gefesselt. Bist du jetzt mit diesem Wettspiel an der Reihe? Top! Die Wette gilt! Was ist das eigentlich für weißer Fleck? Soll das jetzt ein Aschbecher sein? Oh! Oh, oh, okay, okay, okay. So geht das. Hätte ich die Spielregeln vielleicht doch lesen sollen, oder was? Was? Gläser, die noch ganz in Null? Dö. Boah, das ist bitter. Mach dir nichts draus, PTV. So ein Aussetzer kann doch jedem mal passieren. Mir aber nicht, oder? Unser Herr hat richtig getippt. Wir werden nicht erleben, wie der Wetteinsatz eingelöst wird. Aber vielleicht kommt es noch dicker. Und darauf noch den letzten Schluck posten. Wir haben es wieder einmal geschafft, aber es wird noch mal spannend. In wenigen Minuten werden wir wissen, welcher Kandidat heute Abend als Wettkönig nach Hause gehen wird. Ja gut, es geht nicht darum, die meisten Wetten wahrscheinlich zu gewinnen, sondern wahrscheinlich wird es hier durch den Zufall bestimmt, wer weiß. 10.000 ausgewählte Zuschauer sitzen jetzt wieder an ihren Telefonen. Sie warten darauf, dass ich die Leitungen zu unserem Fred, ja, den anderen Namen darf man auch aus senderrechtlichen Gründen auch nicht verraten, freigebe. Liebe Fred-Mitspieler zu Hause, Sie müssen jetzt zum Hörer greifen und bei uns anrufen. Auf unserem Fred können Sie jetzt gleich beobachten, für wen die meisten Anrufe eingehen. Oh, weg. So, komm. Komm. Gib dem Bayern eine Chance. Bitte, komm. Nein. Hau so verloren. Das heißt, ich darf mich dann auf was ganz Extremes einstellen vom Herrn Dattel wahrscheinlich, oder? Dieses eindeutige Ergebnis lässt keine Zweifel mehr zu. Herr Dattel, du hast es heute geschafft, du bist der neue Weltkönig. Und dafür gewinnst du einen Audi A1. Herr Dattel, es hat uns Spaß gemacht, bei deinem Matchspiel zuzuschauen. Dieser Applaus ist für dich.
Flur. BTV und Herr Dattel, ihr habt Wetten, das heute wieder zu einem großen Erlebnis gemacht. Dafür möchte ich euch im Namen aller Zuschauer danken. Es hat wieder mal etwas länger gedauert, ja, habe ich doch gesagt. Aber jetzt sind wir doch am Ende der Sendung angekommen. Ich hoffe, dass wir Sie demnächst wieder begrüßen dürfen, wenn wir Ihnen wieder spannende Wettspiele und interessante Kandidaten präsentieren. Natürlich in der nächsten Folge von Wetten, das! Ja. Arthur Dummi. So. Tja, ich gebe mich geschlagen. Tut mir leid, aber wenn man so viel Scheiße baut, so wie ich sage jetzt mal, haben wir es dann auch nicht anders verdient. Ja, Herr Dattel, ich bin mal sehr gespannt, was du für mich parat hast. Du lässt es mir hoffentlich irgendwie in einem Video oder was wie auch immer es mir wissen. So, und dann würde ich mal sagen, beenden wir es heute. Und, tja, für mich wird es dann Wetten, das auch nicht mehr geben. Ich habe mit Wetten, das jetzt abgeschlossen. Wir können es jetzt feierlich zu Grabe tragen, aber ich hoffe, die letzte Folge hat euch genauso gefallen wie mir. So, ab Montag geht es dann wieder ganz normal weiter mit Spielwiese Deluxe und mit neuen Ziehungen und mit neuen kranken Spielen. So, dann genießt euer Restwochenende. In diesem Sinne, ciao, bleibt gesund, macht's gut und bis morgen. Nein, nicht... Nochmal. In diesem Sinne, bleibt gesund und wir sehen uns am Montag. Bis dann. Tschüss.